Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Ja, Basti, haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt, alle hier bei Bayern München, zweite Mannschaft, am Ende 3:0. Wie ist deine Einschätzung zum Spiel? Sehr schlechte erste Halbzeit, eine kämpferisch gute zweite Halbzeit, wo wir die Chancen nicht nutzen und dann in Unterzahl noch ein Tor bekommen. Wir wussten, dass es eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft ist, dass sie den Ball haben wollen. Und wenn man wie wir in der ersten Halbzeit nicht in die Zweikämpfe geht, nicht griffig genug ist, die zweiten Bälle nicht bekommt, dann ist es klar, dass man gegen so eine Mannschaft hinterherläuft. Und das war auch in der ersten Halbzeit so. Man hat gesehen, wenn man reingeht in die Zweikämpfe, wenn man zusammen das Ganze macht, wie in der zweiten Halbzeit, dann wäre das, wenn wir das von Anfang an gemacht hätten, wäre das ein komplett anderes Spiel gewesen. In der zweiten Halbzeit mit Ransford und Hosina, die eingewechselt wurden, zwei frische Offensivkräfte, wurde es dann besser. Viel mehr Torschüsse, nur leider nicht der Ertrag. Man hat gemerkt, wir sind rausgekommen aus der Halbzeit. Es war ein komplett anderes Gesicht von der Mannschaft. Wir wollten unbedingt. Wir müssen dann halt die Dinger machen, die wir hatten. Ich glaube, es waren mindestens 2-3 hundertprozentige dabei. Viele, viele Standards, wo wir eigentlich auch feldüberlegend sind von der Größe her. Da müssen wir einfach mehr draus machen. Wir haben es dann anders gemacht und die zwei waren dann schon gut drin. Die waren bissig, so wie man es gegen Bayern 2 machen muss. Und ja, du sagst, wir machen dann die Tore nicht und dann wird's schwer. Wir müssen halt die Tore machen. Und bei Kevin Broll können wir uns noch bedanken, dass wir dann zur Halbzeit nicht schon 3-0 hinten liegen. Ja, absolut. Momentan ist er ziemlich gut im Elfmeterhalten. Wir müssen die Tore machen und ich glaube, wenn wir hier ein paar Tore noch machen, was durchaus möglich gewesen wäre, ist das anders. Knipser muss dann runter, gar keine Ahnung warum, also ganz, ganz verrückt. Und so kommen wir dann halt noch bekommen wir noch ein Gegentor, weil wir es nicht ausreichend klären. Wenn wir uns hier mal umschauen, Flutlicht, ein super tolles Stadion, ein altes Stadion. Wie hast du dich heute gefühlt, hier nochmal zurückzukommen? Ja, erstmal habe ich mich natürlich brutal darauf gefreut. Ich habe viele, viele Spiele hier gemacht. Es ist meine Stadt, wo ich geboren bin. Hier fühle ich mich wohl. Ich hätte mir aber auf jeden Fall ein anderes Spiel erhofft von uns und natürlich ein anderes Ergebnis. Jetzt kommt am nächsten Wochenende Magdeburg in Ostderby. Ist da ein Sieg schon fast Pflicht? Wir müssen da Feuer reinkriegen. Das darf jetzt nicht so ablaufen wie die erste Halbzeit. Ich glaube, ein Derby ist halt was schon alleine vom Gefühl her jedem irgendwie ein bisschen das Blut zum Kochen bringen sollte. Und das sollte man auf jeden Fall sehen. Ich glaube, wenn wir so auftreten wie in der ersten Halbzeit, gibt es wieder eine Raube. Und das sollten wir tunlichst vermeiden. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir das, was wir jetzt in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, von Anfang an auf den Platz kriegen. Und uns nicht so leicht den Schneid abkaufen lassen. Und wir müssen dagegen halten, die zweiten Bälle gewinnen und vorm Tor müssen wir einfach noch kaltschnäuziger sein. Danke und alles Gute.